weißt noch, Mittwoch ist Gast der Michu. Der Michu ist jetzt, zu dem Zeitpunkt, der, der unsere Series aufnimmt. Er hat aber viel, viel tiefer auf der Leiter angefangen. Und zwar eigentlich als Gitarrenschüler vom Sagin. Er war lange Roadie bei uns und hat aber auch noch eigene Bands gehabt. Und er ist da, um uns etwas zu erzählen. Ja, Music-Star ist er auch noch gesehen. Ah, oh, ja. Ja. Hey! Stimmt! Schon lange her, wie lange hast du ja noch Haar gehabt? Nein. Ja, hast du ja immer noch. Ist beides gelogen im Bau. Also. Okay. Ja. Und es gibt, glaube ich, einen legendären Abend, den du mit uns hast dürfen verbringen, wo vielleicht man könnte erzählen. Haltfestival, genau. Ja, Haltfestival, beim Ivan, oder? Beim Ivan. Grüße Ivan übrigens, sage ich da schon mal. Hey. Ist ein geiler Hund. Und ich trinke ja grundsätzlich nur Bier. Und kein harten Alkohol, aber an diesem Abend ist es so weit gekommen, dass wir Bacardi Cola getrunken haben, wegen dem legendär bekannten, mittlerweile, wie sagt man, Silberrücken Ischi. Ja. Der Ischi ist unser Manager übrigens, auch hier wieder. Genau. Ischi. Auf jeden Fall, der hat Alkohol getrunken und es ist mir doch nicht mehr so gut gegangen. Und er ist wieder gekommen und hat gesagt, Sinas Bacardi Cola. Und ich habe standfest gesagt, noch ein Bacardi Cola, mir wird schwarz vor Augen. Und er ist ja gemeint, wenn du das hier nicht zuhörst, dann bist du gefeuert! Dann habe ich halt selbstlos weitergetrunken. Für einen guten Zweck. Und weiter sind wir dann noch, also du auch und du auch. Egal, was haben wir denn da gemacht? Sind noch mit einer wunderbaren Band, sind wir noch spielen mit den Waikiki Beach Bombers. Und dann war ich auch da drüber. Und dann haben gesagt, ja, was machst du? Und dann hat gesagt, ja, gehst du mit dem Bassröckli über die Bühne? Nein, dann war ich dann schon fett. Das Bassröckli ist nicht um den Bauch, nicht so um den Kopf. Und dann gibt es noch eine andere Story. In einem Hotelzimmer, wo der Sagi mit dem Chef gezeigt hat, eigentlich, oder? Coole Story, könnte man sagen, dass das Hotel Bad Zurzach, Sprudel die Nudel, haben wir im Hotel immer gesagt, weil dort hatte es einen Whirlpool. dass das durchaus ein Hotel ist, wo man regelmässig eingekehrt ist, wo man es kennt hat. What? Nicht so wie übrigens Zürich, dann, wo wir sie im Hilton übernachtet, wo ich einchecken als erst. Wir haben gesagt, grüß dich, wir sind voll cool, wir haben ein Zimmer hier und die haben gesagt, hey, dir nicht! Auf jeden Fall war es ein Hotel, wo wir immer willkommen waren. Ja, stimmt. Ich habe es dann tatsächlich mal geschafft, das weibliche Geschlecht von mir zu überzeugen. Und sie ist mit mir aufs Hotelzimmer gekommen, aber leider ist ihre Kollegin, sie hat eine nüchterne Kollegin gehabt. Sie wäre ja nicht nüchtern mit mir aufs Hotel gekommen, das ist klar, das muss man hier gesagt sein. Aber sie hat eine nüchterne Kollegin gehabt, die hat auf sie aufpasst. Und sie ist mitgekommen, ist so weise auf dem Stühle gehockt, wir sind so auf dem Bett gehockt. Und das Hotel war noch offen, der Sagi kommt durch, schaut so ins Hotelzimmer, schaut zuerst die eine auf dem Stuhl, schaut uns so an, schaut die eine auf dem Stuhl, schaut uns so an. Dann sagt sie zu dem Stuhl, du, mitmachen oder abfahren hier! Und die Band von dem Mal war tatsächlich, dass die aufgeschlagen und gesagt, gut, dann kann ich halt. Schön, bist du da gewesen. Merci vielmals. Und weitere solche Storys werden noch folgen. Schaut wieder rein, nächstes Mittwoch. Genau. Ciao. Ciao. 1, 2, 3, 4!